Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, auf geht's zum Lost Battlefield am zweiten Tag. Ja, gestern mit den 162 Punkten sehr ärgerlich. Die Platzierung, die ich da kassiert habe. Und wir schauen uns mal an, dass der Rang noch existiert. Ja, damit nur Platz 952. Oh, Biohazard sogar hier 159. Jo, Gratulation an Danger hier auf Platz 3. Gucken, können wir noch ein paar. Ja, alle hier mit 182. Ja, einige Verwirrung herrscht, was ich schon hier mit den Belohnungen bekommen habe. Die Belohnung hängt davon ab, in welcher Liga ihr spielt. Das heißt, wenn ihr hier die 300er Schwertermarke bekommt, geht es hier 110 bis 200 Edelsteine. Interessant wird es natürlich hier, der Erstplatzierte aus der obersten Liga geht mit 1k Gems am Sonntag nach Hause, beziehungsweise der Schlechteste aus der obersten Liga mit 700 Gems, was nochmal ein ganz netter Zubrot ist für den Modus, plus 50% deiner Woche erspielten Punkte, also Fame-Punkte nochmal oben drauf. Also nicht zu verachten hier das Ganze und nicht enttäuscht sein von den 10 oder 40 Gems, die es hier in der ersten Liga gibt. Ich bin mir sicher, die ersten sind heute sowieso hier in die zweite Liga bereits aufgestiegen, damit werden sich auch die Belohnung anpassen. Wir sehen das natürlich erst, wenn wir in der Liga sind. Schon ein bisschen diskutiert am heutigen Tag wegen meinem Team. Ja, Infanterist werden wir nicht angreifen. Der Spieler links gibt immer am meisten Punkte und der Spieler rechts am wenigsten. Interessant ist es, wenn ein Spieler mehr als 100 Punkte hat. Also bei mir ist jetzt 162 Punkte habe ich. Damit ist interessant, der Spieler hier mit 292 Punkten würde mir bereits die maximale Anzahl, wenn ich mich nicht irre, von 40, 42, 50, ja, die Punkte muss ich nochmal recherchieren. Nur so viel. Ein Spieler, der 100 Punkte mehr hat als ihr, gibt euch die maximale Anzahl Belohnung von Schwertern für den Kampf. Ein Spieler, der 100 Punkte weniger hat, gibt euch die minimale Anzahl an Schwerterpunkten. Das heißt, ja, wollen wir uns hier gleich an den schwersten wagen, den ganz linken 314. Also da sehe ich im ersten Team einen, was haben wir denn da gehabt? Im ersten Team einen Atlantiker. Die Frage ist, was packe ich ihm entgegen? Packe ich ihm das Team hier? Mein schwächeres Team? Wir machen mal die Ausstellung. Mit der bin ich ja ganz gut erfahren. Bis auf Infanterist. Ja, danke für deine PM, dass wir ein bisschen geschrieben haben und wir schauen mal. Also nicht so ein starkes Team. Und ja, sollten wir, denke ich, schlagen. Hier mit dem Stun. Den saugen wir nur. Was? Ja, oh, da ist die Gefahr mit dem Wiederbeleben und der sollte jetzt nicht zum Proc kommen. Oh, ein Glück. Schnitter mit Steuerung, den werden wir hochziehen, dass wir den Atlantikor da nicht zum Proc kommen lassen. Hier Aries gegen Aries ist immer so eine Sache. Wer prockt first? Jawohl, wir haben zuerst geprockt. Dann müsste der Flat hier hochgesteckt werden. Der Kampf ist vorbei. Super, zwei Siege und jetzt müssen wir auch die maximale Anzahl an Punkten bekommen. Jetzt 42. Ja, nächster Rang, nächste Liga beginnt bei 300 Punkten, aber haben wir echt wenig Punkte hier kassiert mit 42 Punkten nur. Passi kenne ich auch nicht so. Naja, der nächste Kampf. Nehmen wir wieder den nächsten, einen Santa. Einen Santa im Team. Santa können wir es dann, aber... Nehmen wir hier das Team, ist ja immer so mein DPS-Team, nenne ich es, aber so viel Schaden fahren im Endeffekt auch nicht. Wir stunnen hier, ja, hier haben wir noch mehr Stun, ich überlege schon fast... den Nino zum Stun zu benutzen, auch mit Santa im Team. Wir gucken mal die an. Ah, einen Kampf verloren, na, an der Rangliste spielen wir eh nicht mehr mit, das haben wir eh heute versaut. Santa steht hinten. Ah, der Kürbis hier mit Erquicken, der lädt alle auf, dann kommt aber der Destroyer, der auch im Fokus ist. Sieht aber gut aus. Der Santa kommt zwar noch zum Proc. Böse, böse, wiederbeleben. Knappe Sache gewesen. Also ein Santa, wenn der prockt, ist echt bitter. Also ich nehme, glaube ich, lieber den Santa mit nach vorne hier ins Team. Wieder Aries gegen Aries. Beide Fünfer erquicken. Ja, wir procken zuerst. Damit ist der Kampf gewonnen. Oh, naja, der Santa-Prock ist echt eine miese Sache. Also der Santa kommt hier noch mit ins erste Team. Wir nehmen mal hier hinten rein den Druiden. Drei Heiler. Na gut. Mino hatten wir hier, Donnergott dahinter. Ist eh eigentlich wurscht. Ah, hier kommt auch eine Kunst. Das ist ja ätzend, dass ich hier nicht einzelne Helden entfernen kann. Hatten wir dabei. Hatten wir dabei. Hatten wir dabei. Molter in die Mitte. Santa dahin. So, hier hinten.
Pixie, Ork, ein Imhotep mit rein. Nee, nee, nee. Hier kommt die Heilung. Die Reihenfolge. Zack, zack, zack. Heilung. Da haben wir den Zander mit dabei. Ein pures Damage-Team, wo nur einer auf dem Boden steht. Aber das Erquicken, denke ich, macht sich hier ganz gut. Okay. Schauen wir. Naja, jetzt könnten wir anfangen hier zu rerollen. Der hat nicht mehr 300 Punkte mehr. Um die maximale Anzahl an Punkten rauszuholen. Aber gestern bin ich echt schlecht damit gefahren. Aber wir kommen auch nicht so viel höher als diese drei. Den einen Kampf, den wir verloren haben. Wir rerollen einmal. Aber noch schlechter. Da kriegen wir noch weniger Punkte. Ja. 296. Na toll, wir können ja noch einmal rerollen, aber das machen wir. Naja, okay. Sind wir auch nicht die besseren. Den Kürbis habe ich gesehen, aber wir nehmen unsere Reihenfolge. Arius haben wir jetzt meistens als zweites Team ohne Xanthar hier vorne. Ganz bitter. Wir haben da den Schnitter, der die Energie da sagt. Wir haben den Stun und der Stun sollte hoffentlich alles weghauen. Dann haben wir noch einen Reflect. Oh, der Flat, der Volt. Da kam endlich der Molter proc sehr spät und echt eine knappe Sache. Der Xanthar ist. Hat er noch mal. Boah. Boah, okay, aber das ist durch. Die Nummer ist durch. Da haben wir einen Debuff frei. Ja, das erste Team gefällt mir da gar nicht so sehr, muss ich sagen. Die Kämpfe sind echt knapp. Ja, und nur 34 Punkte. Mann, das ist ärgerlich. Da steigen wir ja kaum noch auf 278 und wieder so eine niedrige Punktzahl. Mann, das schaffen wir es ja gerade jetzt mal über die 300er Marke rüber. Das haben wir gesehen, Donnergott. Das Team hier vorne gefällt mir noch gar nicht, muss ich sagen. Da kommt wenig Schaden bei rum. Nee, Konfiguration bei Asso. Das stellen wir noch mal um. Formen mal ein Team. Und zwar hier. Ach doch, wir können auch einzelne Helden bearbeiten. Bei Konfiguration schmeißen wir alles raus. So, ich will hier eigentlich einen schnellen Xanthar-Proc haben. Und die Damage-Verteilung. Ja, der Schnitter ist dazu da, um eventuell einen Arius zu treffen. Die anderen Helden laufen los. Na, lassen wir mal die Verteilung. Gucken wir mal, wenn der Xanthar mit vorne steht. Ob wir einen Xanthar-Proc recht früh mal rauskriegen. Hexer mit dabei. Okay, denke ich nicht so gefährlich. Wir werden da schön stunnen. Bis auf den Ork. Der erste Hit ist down. Da kriegen wir selber noch einen Stun. Oh, und der Schaden vom Geistermagier ist auch böse. Ja, so weit, so gut. Ah, wir hätten hier natürlich noch eine Erquicken-Rune für den Kürbis, aber der Kampf ist auch gewonnen. Da passiert nichts mehr. Zack, weg. Könnten wir jetzt nach dem Kürbis eine Erquicken-Rune geben? Jawohl, und wir sind hier eine Liga aufgestiegen. Nächster Rang bei 600 Punkten. Na toll, und 318 Punkte, und wir können nicht refreshen. Da kriegen wir nur ein minimales Upgrade hier von 318 Punkten. Guck mal, kriegen wir schon eine neue Ansicht? Ne, ist auch noch die alte. Toll, können wir auch nicht machen. Na, da brauchen wir ja, ja. Lassen wir mal so. Sieht jetzt nicht so toll. Der gibt uns ja die minimale Punktzahl denn. So, der Schnitter, habt ihr gesehen, hat ein bisschen die Energie da gezogen. Da kommt der Stun im Stun kämpfen alle um. Alles, was dann noch eh auf dem raufprockt, kriegt ordentlich Schaden. Ja, ich weiß nicht, aber hier vorne kommt manchmal echt viel Damage rein. Arius gegen Arius. Mal gucken. Ja, das dann war zuerst. Da sind die Debuffs hoch. So, zack, easy win. Ja, 31 Punkte. Nächster Rang 600. So, Platz 341. Okay, hier sind 317. Warum sind die alle so schwach? Muss ich erstmal rausfinden, ob wir hier noch ein bisschen was rausholen können. Mit dem Refreshen mit der niedrigen Anzahl ist blöd. Also da hätte ich mir jetzt noch was Stärkeres gewünscht. An Gegnern.
Leider können wir auch heute wirklich nicht gucken. Im Rang sehen wir die Rangliste, die sich um 0 Uhr verändert. Da waren gestern 185 Punkte. Ja, das habe ich mir selber versaut. So, jetzt sind wir heute bei 341 Punkten. Frage ist, ob wir damit uns verbessert haben. Zumindest haben wir alle Kämpfe gewonnen. Okay, also so viel dazu. Und wir haben noch einen Arena-Kampf, sehe ich gerade. Oh, hier läuft fast unser Timer ab. Wie ist denn Hanzo gelaufen? Den nehmen wir noch mit, den Arena-Kampf. Unten, okay. Dann nehmen wir noch. Gucken, ob wir es noch schaffen. Na, ich denke nicht. Ich denke, die Platzierung kriegen wir hier nicht reingedrückt. Ich habe die Helden auch nicht sauber platziert. Ja, mit meinem ersten Team bin ich gerade noch echt unzufrieden. Da kommt mir ein bisschen wenig DPS raus. Dafür, dass die Gegner dann immer noch zum Schluss einen Proc raushauen, der mich dann fast zerlegt. Gucken, ob hier. Oh, komm schon. Zerlegt sie. Jawohl. Beim ersten Kampf vielleicht noch den Mino mit rein. Wirklich Mino austauschen gegen Destroyer. Da treffen wir zwar keine fliegenden Einheiten. Stunnen aber die Bodeneinheiten mehr. Was ist das Problem? Atlantikor ist ein Problem in dem Modus. Und der Santa war ein Problem. Wir müssen nochmal reingehen und uns die Teams anschauen. Na, da brauche ich auch nochmal Feedback sehr gerne von euch. Also das erste Team. Der Schnitter ist dafür gedacht, eventuell den Schaden runterzuziehen von einem Aries. Aber gefällt mir noch nicht, was er da an Schaden wirklich runterzieht. Problem sind wirklich den Schaden, den wir hier reingedrückt bekommen, ohne selber procken zu können. Zack, zu dem Kampf mit dem dritten Team kommt es eigentlich sehr selten, muss ich immer sagen. Gucken, kann ich den hier rüber platzieren? Oder muss ich denn hier unten rauf? Nehmen wir den Schnitter erstmal. Konfiguration bearbeiten. Also das Main Team. Müssen wir hier nochmal neu zusammenstellen aus meiner Sicht. So, Konfiguration entfernen. Also das Team hier funktioniert super. Jetzt brauchen wir ein starkes erstes Team. Da haben wir den Destroyer, der fliegende Einheiten auch trifft. Dahinter packen wir mal den Donnergott mit einem hohen Erquicken. Den Mino mit zusätzlich Stun. Pixie, die hat auch ein Erquicken zur Heilung. Jetzt haben wir aber extrem wenig DPS hier in dem Team. Wen können wir hier noch reinnehmen? Und Santa. Oder einen Molter. Was haben wir denn jetzt? Stun, Stun, zweimal Stun, dreimal Stun. Wir stunnen alles. Ist in der Zeit alles auch weggehauen. Vielleicht den Druiden als Buffer, aber der Druide braucht dann auch ein Erquicken und der hat einen Life Drain. Santa muss auch nicht nach vorne latschen. Santa hier nach vorne. Könnt mir vorstellen, hier kommt ein bisschen wenig Schaden raus. Und das dritte Team ist dann echt schwach. So, schauen wir mal. Wen haben wir denn fürs dritte Team? Hier haben wir nur noch Ork. Der kann nicht gestunt werden. Schnitter, Energienzucht, der könnte nach vorne. Molter als Debuff. Dann vielleicht den Atlantikor da rein. Oder den Druiden als Heiler. Das dritte Team ist aber echt schwach. Wenn es dazu kommt. Da vorne haben wir Ork. Druide. Volta hier vorne mit als Second Tank. So, vielleicht so als drittes Team. Hier vorne Stun. Fliegende Einheiten. Dann kommt ein 2,5 Sekunden Stun. Für Bodeneinheiten hinterher. Und hier haben wir nochmal ein Zweier Erquicken für fliegende Einheiten. Der braucht zwei Schläge. Das sollte passen. Also er stunt sofort, bam. Dann kommt der Mino ein bisschen später, stunt nochmal die Bodeneinheiten. Dann kommt nochmal der Donnergott. Und stunt nochmal alles. Und eine Pixie, die eventuell eine Heilung frühzeitig raushaut mit dem Dreier Erquicken. Okay, also wie immer, ich brauche Feedback oder hätte gerne Feedback von euch.
Wie sind eure Platzierung? Was haltet ihr von meinem Teamaufbau? Lasst es mich wissen. Das war's von mir. Euer Mantel. Tschö.